Das Orgelporträt. Die Bernhard-Orgel in Beuern. Beuern ist ein Ortsteil der Gemeinde Buseck im mittelhessischen Landkreis Gießen, nordöstlich der Kreisstadt. Der Ort wird als Buren in einer Urkunde des Klosters Arnsburg erstmals erwähnt, die man auf das erste Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts datieren kann. Folglich hat man die 800-Jahr-Feier des Ortes Beuern im Jahre 2005 begangen. Im Ort am Rande des Busecker Tales gab es neben Besitzungen des Klosters Arnsburg auch zwei Adelshöfe. Der eine gehörte bis 1624 der Familie Schenk zu Schweinsberg, die ihn damals an Mitglieder der Familie von Buseck verkaufte. Ein zweiter Hof war der Familie von Buseck, genannt Brandt, vom hessischen Landgrafen zu Lehen. Im Zuge der Gebietsreform in Hessen wurde die bis dahin selbstständige Gemeinde 1977 mit den Gemeinden Alten Buseck und Großen Buseck zur neuen Gemeinde Buseck zusammengeschlossen. Bereits im Jahr 1297 wurde ein Pfarrer für Beuern erwähnt. Die heutige evangelische Kirche wurde in den Jahren 1844 bis 1847 im Stile der Neuromanik erbaut. Der gotische Westturm aus dem Jahr 1321 blieb dabei erhalten. Die Ausstattung der Bauzeit ist vollständig erhalten. Aus der alten Kirche wurden unter anderem das spätgotische Kruzifix über dem Altar und der spätromanische Taufstein aus dem 13. Jahrhundert übernommen. Zum Abschluss der Bauarbeiten erhielt die Kirche dann auch noch eine neue Orgel, die 1848 eingeweiht wurde und aus der Werkstatt von Friedrich Wilhelm Bernhard in Romroth stammt.
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts begannen sich die Künstler ganz allgemein mit Stilen und Formen früherer Jahrhunderte zu befassen. Historisierende Baustile wie Neugotik und Neuromanik, wie in Beuern, sind ein Ausdruck davon. Und auch in der Musik findet sich ein ähnlicher Trend. Franz Liszt bearbeitete etwa in seinem Zyklus Weihnachtsbaum das alte, auf Michael Praetorius zurückgehende Lied Psallite unigenito, Christo Dei filio, das wir soeben hörten. Es folgen zwei kleine Präludien des 1825 in Livland geborenen Woldemar Wuller, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Gemeinde der Herrnhuter Brüder in Magdeburg als Prediger und Organist wirkte. Der 1804 geborene Friedrich Wilhelm Bernhard, meist nur Wilhelm Bernhard genannt, repräsentiert die dritte Generation einer Orgelmacherfamilie, die im 19. Jahrhundert von nachhaltiger Bedeutung für die Orgellandschaft Oberhessens war. Ihr Gründer war der 1738 geborene Johann Georg Bernhard, der in der Würzburger Domorgelmacherfamilie Otto sein Handwerk erlernte und sich in Romroth vor den Toren Alsfelds selbstständig machte. Sein Sohn Johann Hartmann Bernhard, der 1803 die väterliche Werkstatt übernahm, wurde zum künstlerisch bedeutendsten Vertreter der Familie. Bis 1839 schuf er knapp 40 Orgeln, von denen einige im Stil des späten Klassizismus noch erhalten sind. Verwiesen sei hier nur auf die 1818 errichtete Orgel in Heidelbach bei Alsfeld, die in einem anderen Orgelporträt dieser Reihe vorgestellt wird. Der 1804 geborene Wilhelm Bernhard übernahm nach dem Tod des Vaters 1839 dessen Werkstatt in Romroth und konnte in den folgenden rund zwei Jahrzehnten seine Bedeutung vor allem in Oberhessen weiter festigen und ausbauen. Größere Instrumente entstanden etwa 1847 in Obermörlen mit 22 Stimmen, 1853 in der Stadtkirche zu Grünberg mit 25 Registern und 1855 in Oberohmen. Dazu kommt eine größere Zahl kleinerer, meist einmanualiger Orgeln für Dorfkirchen im Vogelsberg und in der gesamten damaligen Provinz Oberhessen. Erhalten blieben von Wilhelm Bernhards Schaffen vor allem diese kleineren Werke in den armen Dörfern des Vogelsbergs und der Umgebung. Hingegen sind die größeren Instrumente fast alle später durch modernere Neubauten ersetzt worden. Die 1848 vollendete Orgel in Beuern ist mit ihren 23 Registern die größte erhaltene Orgel von Wilhelm Bernhard und bis auf die im Ersten Weltkrieg abgelieferten Prospektpfeifen vollständig im Originalzustand auf uns gekommen. Nach dem Tod Wilhelm Bernhards 1861
verlegte sein 1807 geborener Bruder Karl Bernhard die Werkstatt nach Gambach. Dessen Söhne Karl Theodor und Karl Rudolf Bernhard firmierten später als Gebrüder Bernhard und arbeiteten in ihrem Handwerk bis in die Jahre des Ersten Weltkrieges. Hören wir die sanften Stimmen des Oberwerks als nächstes in einem romantischen Charakterstück des 1828 in Halle an der Saale geborenen Eduard Rode, eines Schülers von August Gottfried Ritter. Der Entwurf für den neuromanischen Orgelprospekt in Beuern stammt von der zuständigen Baubehörde in Gießen. Nach exakt dem gleichen Entwurf wurde übrigens die 1849 vollendete und ebenfalls fast original erhaltene Orgel von Johann Georg Förster in Steinbach bei Gießen erbaut. 1978 wurden die im Ersten Weltkrieg abgelieferten Prospektpfeifen ersetzt und das ansonsten völlig im Ursprungszustand bewahrte Instrument in Beuern durch die Firma Förster und Nikolaus aus Lich fachgerecht restauriert. Allerdings ist dies nun auch schon wieder 40 Jahre her und eine erneute Restaurierung täte dem Instrument in Bälde gut. Die Manuale sind bis zum dreigestrichenen F ausgebaut. Im Hauptwerk finden wir Bordun 16 Fuß, Prinzipal, Hohlflöte, Bordun und Viola di Gamba 8 Fuß, Oktav und Hohlflöte 4 Fuß, eine Quinte 2 Drittel Fuß, die Superoktave 2 Fuß sowie ein dreifaches Kornett und eine vierfache Mixtur. Das zweite Manual, ein Oberwerk, das gegenüber dem Hauptwerk quergestellt ist, verfügt über die Stimmen Prinzipal, Flauto Dolce und Salizional 8 Fuß, Oktav und Gedakt 4 Fuß, ein Nasard 2 Drittel Fuß und eine Spitzflöte 2 Fuß. Im Pedal schließlich, das bis zum eingestrichenen C geführt ist, stehen die Register Prinzipal, Subbass und Violon 16 Fuß sowie Oktavbass und Gedaktbass 8 Fuß. Dazu finden wir eine Manual- und eine Pedalkoppel. Abschließend erklingt noch ein Stück des Lübecker Marienorganisten Johann Wilhelm Cornelius von Königslöw, Introduktion und Fuge C-Moll. Das Stück ist bis heute unveröffentlicht. Das Autograph wird in der Lübecker Stadtbibliothek aufbewahrt. 1745 in Hamburg geboren, war Königslöw über 50 Jahre an Lübecks berühmter Hauptkirche tätig und bekleidete ab 1801 in der Hansestadt auch das Amt eines städtischen Musikdirektors.